Maschinentechnik hat drei Standbeine. Das erste Standbein ist eine Baugruppenfertigung, speziell im Bereich Recycling. Dann haben wir ein zweites Standbein, das ist die Automation. Hier arbeiten wir mit kollaborierenden Greifern. Und das dritte Standbein ist eben der Vertrieb eben von einfachen Komponenten. Insbesondere mittelständische Unternehmen haben eine große Historie mit extrem viel Know-how, welches sie über die Jahre angehäuft haben. Die Datenmengen steigen exponentiell und daher ist es für den Mitarbeiter umso wichtiger, auch vorhandenes Know-how schnell und einfach darauf zugreifen zu können. Und das bieten wir mit unserer Lösung out of the box. Wenn unsere Mitarbeiter im Schnitt 15 Minuten nach Dateien suchen, egal was es jetzt eben ist, haben das eben hochgerechnet auf unsere Personenanzahl. Wir sind jetzt mittlerweile bei 65 eben Leuten und es war für uns dann relativ schnell sehbar, dass es eben für uns einen Nutzen hat. Die Implementierung verlief sehr einfach. Wir haben halt direkt auch die ganz beiden Parteien an einen Tisch gebracht. Embersearch mit ihrem Know-how bei der Suchmaschine und dann genauso unsere IT-Abteilung, die halt sich in unserer IT-Infrastruktur auskennt, sodass wir also dann schon innerhalb von, ich glaube, 4 Wochen ein Produkt hatten, was wir dann auch nutzen konnten. Während der Implementierung war für mich wichtig, viel Unterstützung vom Hersteller zu bekommen. Nach dem Onboarding hatten wir noch eine E-Mail bekommen mit den Basics, mit der Anleitung, wie wir da vorgehen. Und dann hatten auch noch Open Coffees stattgefunden, wo ich und meine Kollegen freiwillig teilnehmen konnten und wir dann die Verbesserungsvorschläge wie Suchbegriffe in PDF-Dateien, also dass man diese Sachen, die man sucht, auch in PDF-Dateien selber findet. Das wird alles sehr gut umgesetzt. Man hat sich gut aufgenommen gefühlt. Selbst erfahrene Mitarbeiter, die wissen, wo die Dateien liegen, die immer schon so ihre Arbeit so gemacht haben, da ist auch mittlerweile die Akzeptanz für dieses Tool da, weil wer einmal eine Datei oder ein bestimmtes Detail gesucht hat und dann sieht, wie schnell und einfach das geht mit diesem Embersearch-Suchtool, der weiß das Tool dann auch nachher wirklich zu schätzen. Und so steigert sich auch die Akzeptanz in der Belegschaft. Das Besondere dabei ist, dass man als Startup natürlich aus einem anderen Bereich kommt, erstmal als der Mittelstand und auch eine andere Historie hat und hier und da auch anders denkt. Aber man hat selbst viele Chancen, wenn man zusammenarbeitet und man kann viel voneinander lernen. Einerseits das, was zu einer größeren Organisation dazugehört. Andererseits kann der Mittelständler aber sicherlich auch von uns lernen, was man im digitalen Bereich noch alles machen kann und auch was für Technologien mittlerweile auf dem Markt und für Mitarbeiter verfügbar sind.